herzlich willkommen zum 5. Katzenvlog da auf meinem Kanal Humaldo macht Videos. Ich bin der Humaldo und da seht ihr meine Katzen. Das ist der Murphy, den habt ihr ja schon vorgestellt bekommen, wie die anderen zwei Racker in meinen ersten 3 Videos und im 4. von den bisher 4 Videos hat man sogar gesehen, wie die 3 zum ersten Mal in den Katzengarten entlassen worden sind. Wer ist der Erste? Schau, wer sich da noch gefreut. Und ja, seither habe ich mich gefragt, wie konnte ich am besten einen weiteren Katzenvlog strukturieren, weil es ist ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, nicht so einfach, mit Katzen irgendwelche produktiven Sachen anzustellen und jetzt habe ich einfach mal auf gut Glück gefilmt und das ist der Rico, unser ältester Herr. Da frisst er auch gerade, das ist eine Freude. Er ist nämlich sehr hagelig, aber ja, das Essen schmeckt ihm. Da hat er eine und versucht es anzubeißen, aber er hat nur mehr 3 Cent oder so. Jetzt dauert es oft ein bisschen länger, aber ja, es geht ihm gut und er frisst auch fleißig. Jo, das heißt, ich habe meine Katzen jetzt einfach mal so ein bisschen begleitet mit der Kamera und einfach mal geschaut, was da so zum Rausholen ist. Und apropos rausholen, es gibt ja nur den dritten im Bunde, den Emil, der muss immer ein bisschen, da muss man ein bisschen nachhelfen, wenn man den zum Essen bringt. Da muss man immer direkt mit dem Maul in den Fressnapf einstopfen und dann entscheidet er spontan, ob er es mag oder eher nicht. Und es schaut aus, als mag er es oder mag er es nicht. Das ist immer so ein Lotteriespiel, ja. Ja, zumindest ein bisschen anschlecken tut das. Aber ich glaube, so richtig der Appetit ist nicht da. Nein, da mal lieber Essen vergraben, weil ja, wenn ich nichts essen will, dann vergrabe ich es am besten im Holzkastel und hebe es ja später auf. Ja, aber vielleicht haben wir Gust auf ein paar Leckerlis. Auch nicht so richtig. Okay, Emil hat heute keinen Hunger. Ja. Aber er und der Murphy, die wollen natürlich schon wohin, nämlich aussehen den tollen Katzengarten. Der seit jetzt einigen Monaten ist er jetzt endlich erschlossen für sie und das ist natürlich des Liebens. Also in den Garten aussehen, das ist einfach das Allergrößte für die Katzen und da sind sie schon draußen. Ja, im Garten draußen ist da schon der Murphy, das ist ein richtiger Naturbursch, also der liebt den Garten, der vergrabt sich am liebsten irgendwo in einem Grasbüschel oder legt sie sonst wohin, was halt Katzen so machen auf jeden Fall, der liebt es wirklich draußen in der Natur zu sein und ja, das erfreut natürlich auch das Herz des Katzenhalters. Rico ist naturgemäß immer ein bisschen skeptisch, natürlich liebt er den Garten auch, aber er muss natürlich da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es könnte ja eine Falle sein, es könnte ja irgendeiner von uns bösen Menschen oder seinen bösen Katzengefährten kommt dem ja irgendwas zu Fleiß machen, deswegen sind wir lieber mal ein bisschen skeptisch. Naja, da drinnen, na, der Emil ist wieder eine, der ist sich nicht ganz sicher, wie er jetzt draußen sein, wie er in die Natur oder wie er doch lieber drinnen sein und sie vor der Kamera schrecken. Das ist ja auch eine interessante Beschäftigung, einfach Angst haben vor diversen Alltagsgegenständen, ja. Man kennt es ja, Katzen sind da recht kreativ und Rico hat immer nur ein bisschen Hunger, deswegen putzt das jetzt einmal, weil man muss ja beim Fressen immer schön geputzt sein, man kann ja ungeputzt zur Mahlzeit antreten, ja, genau, und ja, Emil schaut halt, ja, das tut er recht gern. Gut, wenn man fertig gegessen hat, dann kann man ruhig wieder in den Garten rausgehen und sie draußen, ja, weiter putzen. Ja, das ist eben ein Katzenleben. Jetzt schaut der Emil mal raus. Ja, beobachtet einmal die ganze Situation von der Terrasse aus. Ja, das ist ihr Reich, der Katzengarten. Ja, noch so einen anstrengenden Tag am Abend geht es gleich mindestens so anstrengend weiter, weil eigentlich wollten sie ja schon schlafen gehen, nur was passiert auf einmal, ist da eine Beute ist aufgetaucht, das ist unglaublich aufregend für so Katzen, ja, eine Motte oder irgend so ein geflügeltes Insektenviech ist auf einmal aufgetaucht und das ist natürlich ein Ausnahmezustand in Katzenhausen. Ja, da muss man natürlich alle Jagdinstinkte aktivieren und versuchen irgendwie
diese Beute, diese garstige Beute da zu erlegen. Oder, ja, und schon gleich, oder ist schon klar, sowas ist ihm entwischt. Ja, aber er gibt nicht auf. Ja, da oben ist jetzt wieder, ja. Aber es ist zu hoch oben, aber man kann sich ja trotzdem probieren. Der Emil wagt sich gerade vor. Vielleicht funktioniert es ja, vielleicht kommt er auf. Aber, ach nein, geht sie einfach nicht aus. Ja. Gut, dann bleibt eigentlich eh nur mehr als... da ist es, dieses garstige Viech und... Au, oh, jetzt ist der Rico kommt auch vorbei, der muss da natürlich auch mitmachen. Und ja, er wird hinterhältigst vom Emil abgeschmust und er ist so aufgeregt wie der Beute, dass er gar nicht bemerkt, dass er da gerade liebkost wird von seinen Kameraden. Das mag er normal gar nicht. Ja, und den Rest des Abends werden sie einfach dem Insekt, der Motte, nachschauen und hoffen, dass sie einer vielleicht in den Mund reinfliegt. Und das war es auch schon wieder für meinen heutigen Katzenvlog. Und ja, bis zum nächsten Mal.